Willkommen zu einer neuen Folge Horsehaven World Adventures. Ja, heute gehen die Grüße an die Vera Wagner und wir starten jetzt hier in Deutschland mit der weiteren Widderzucht. Oder zumindest schauen wir uns jetzt erstmal unser Stütchen an, Stufe 2. Die Wings. Da ist sie. Na? Magst du dich mal von der Seite zeigen? Nicht so gerne. Na gut, wir füttern sie. Dann sehen wir es auch ein bisschen besser. Und dann würde ich sagen. Achso, doch, nee. Honigkekse kriegst du jetzt auch noch. Die bringen ja wenigstens ein bisschen was. Sonst hätte ich gesagt, machen wir noch mal ein, zwei Rennen gleich. Wenn wir in Großbritannien waren. Und ich glaube, in Montana. Hä, Montana muss ja auch noch weitergehen. Und Frankreich, schauen wir mal, dass wir wenigstens unsere Pferde nochmal auf die Weide schicken. Ja, das ist doch mal schön. Vielleicht kriegen wir dich doch noch erwachsen. Oh ja. Kann das nicht jedes Fohlen so machen? Na gut, und jetzt Äpfel. Dann würde ich sagen, schauen wir erst einmal. Ja, wir können ja gleich mal nach Frankreich gehen und die Äpfel holen und unsere Pferdchen auf die Weide schicken zum Training, falls sie kein Level Up haben. Hier kommt jemand vorbei. Hier steht auch schon Dol Stufe 4, ein Oldenburger 4. Das hier. Kann ich gerade nicht sagen. Das sieht aus wie ein Schwarzwälder hier, aber da bin ich mir gerade nicht sicher. American Indian Stufe 1 könnte, theoretisch. Weil ja bald das American Indian kommt, weil Stufe 3 ist das definitiv nicht und 2 auch nicht. So, die Äpfel. Gut. Dann. Nächstes Level Up lässt auf sich warten. Auf geht's. Dann können wir jetzt schon mal wieder nach Deutschland schauen, die Äpfel verfüttern. Das ist jetzt wahrscheinlich blöd. Den habe ich immer noch nicht hergestellt. Ich glaube, davon haben wir überhaupt nichts mehr. Nee. Na gut, dann geht's halt doch auf die Weide. Ach so, wie sieht's denn eigentlich bei euch aus? Na? Bekommen bald ein Level ab. Gut, das kriegen wir eh nicht hin mit den 750 momentan. Dann gehen die mit auf die Weide. So. Dann gucken wir nach Montana, die Isländerzucht. Achso, oh, der Kleine ist noch gar nicht erwachsen. Was haben wir denn hier? Eine Stütchen, ja. Die würden wir sowieso verkaufen. Dann kann er nochmal auf die Weide. Der Irish. Und dann züchten wir mit unseren
beiden, nee, nicht mit dem Hackney, mit dem Isländer. Und auch das wird wieder nichts. Stufe 2. Die Lydia. Okay. Gut. Machen wir die Weide noch sauber, dann kommen gleich die Hackneys noch dazu. Denn ich bin leider noch nicht so weit gekommen, dass wir die Werte verbessern können. Wie sieht es eigentlich hier aus? 7-mal Brasilien. Ja, wäre theoretisch noch machbar. Auch kein Level Up. Hatten wir ja auch eigentlich erst. So. Gut. Ja, aber wo ich schon mal ein bisschen gearbeitet habe, war hier das nordische Rennen, Japan und das Wolkenrennen. Australien habe ich auch nochmal gemacht. Da müssen wir jetzt noch 2 vorher machen. Mexiko, ja gut. Das braucht aber nicht so viel Energiepunkte. Und Brasilien auch nochmal 2, bevor wir dann die Werteverbesserung bekommen. Ich würde sagen, wir gucken uns jetzt erstmal die Post an. Das sind 8200 Münzen als Stallbursche verdient. Die Werbung. Ein Fantasiepferd, die Olivia. Ja, nehmen wir gleich. 12.185 Zuchtbelohnung. Ich hoffe, es hat bei euch geklappt. So, das Dorf wurde besucht. Von 4 Freunden wurden wir im Wolkenrennen überholt. Und die Pferde wurden gestreichelt. So. Lava-Einhorn, das müsste Stufe 2 sein, oder? Die Olivia. Ja, Stufe 2. Na gut. Ja, aber ich bin hier immer noch bei den Elfenbeinfädenpferden, aber zumindest habe ich da nochmal mir gedacht, ich versuche es einfach nochmal im Off sozusagen. Außerhalb der Aufnahme, aber es wird nichts. Es wird einfach nichts, die wollen nicht. Ein Hengstchen wird's. Naja, gut. Das ist. Dann können wir jetzt mal hier das Rennen vielleicht noch machen. Vielleicht können wir noch mal was eintauschen. Wen haben wir denn? Den Fredericksburger und den Trakehner. Oh, ich würde den Trakehner nehmen, muss ich sagen. Da sind ja doch ein paar Sekunden zwischen. Na, und zieht uns der Fredericksburger ab? Gibt's ja nicht. Komm, gib Gas. Nicht da hinten. Nein, ist nicht wahr. Na super. Dann können wir jetzt nichts eintauschen. Das ist ärgerlich. Wir kommen hier einfach nicht voran. 24 Schneerezepturen nur. Ich freue mich auch noch, wann wir die für die Meerjungfrau bekommen könnten. Aber hier gibt es noch nichts, ne? Bei den Belohnungen. Nee. Naja. 3168 Eventpunkte haben wir jetzt. Könnte mehr sein. So. Was machen wir? Australien? Mit 3000 Metern? Lea ist auch noch ein bisschen angeschlagen. Ronja auch. Kate kann aber. Beim Wolkenrennen sind wir ja soweit durch, sozusagen. So. Thank you.
Oh nein. Blödsinn. Ja. Jetzt kriegen wir zum Glück einen Booster. Aber es ist auch mal wieder schön, ein Sternzeichen im anderen Rennen zu sehen, außer dem Wolkenrennen. Da sind sie ja doch ein bisschen kleiner dargestellt. Sollten wir vielleicht mit unserem Zwilling 3, Stufe 3, auch nochmal machen. Stufe 1 und 2 könnten wir dann theoretisch auch nochmal, wobei 2 jetzt ja gerade trainiert. Dann würde ich sagen, machen wir ein paar Just for Fun, Stufe 1 und 3. Dann könnten wir ja vielleicht Brasilien laufen. Hätte ich ja jetzt auch machen können, das wäre vielleicht, naja gut. Ach Quatsch, wir brauchen auch Smaragde. Das passt schon. Oha, das hätte auch schief gehen können. Sehr dicht für so ein etwas höheres Hindernis. Gott. Aber immerhin. Oh, bis jetzt geht's noch. Ja, ein Booster. Das haben wir doch gern. Hm. Nein, oh Gott. Naja, gut. Es wäre kein Rennen ohne Fails hier. Jetzt schaffen wir leider die Distanz nicht mehr. Wir müssen verlängern. Nochmal. Für die paar Meter. Das ist ärgerlich, aber na gut. Ja, natürlich. Oh. Theoretisch könnten, sollten wir uns wahrscheinlich jetzt auslaufen lassen, damit wir die anderen Rennen noch hinbekommen. Hoch. Außerdem haben wir Großbritannien noch offen. Sozusagen. Mit der Weihnachtspferdezucht. Oh. Vorher noch mal ein paar Münzen sammeln, ist aber nicht verkehrt. Das wird wieder teurer. Ja, so da vorne ist das Herz. Naja, gut. Sie hat es ja echt gut gemacht. 2 Smaragde nehmen wir. Oh, momentan auf Platz 2. Mystischer Westfale. Oh, noch ein Kamari. Ach ja. Wenn der gute Goldfieber verbessert wird. So, Großbritannien. Das ist noch gar nicht fertig. Hm. Aber wir können um Hilfe bitten. Wobei das natürlich für 2 Stunden auch blöd ist, aber die Zucht hier soll weitergehen, definitiv. Die Weihnachtspferde würde ich gern haben und dann. So, geht's mit den Löwen weiter. So, jetzt müssen wir sie nur finden. Ja. Und das Weihnachtspferd stand auf der Fantasieinsel, meine ich. Genau, vorher haben wir nämlich den Widder gefunden. Steht denn hier hinten eigentlich noch? Hm, Lava eine. Oh ja. Nice. Schon verbessert. Hartfeenpferd. Amethystfeenpferd. Und noch ein Amethystfeenpferd Stufe 3. Okay. Stufe 1 und 3. Ja, nehmen wir jetzt wieder den Hengst. Und unsere Fifi. So.
Es wird wenigstens mal Stufe 2. Ein Mädel. Und das bedeutet, dass wir dann hier mit dem Hengstchen weiter züchten müssen. Ja. Endlich. Ein kleiner Fortschritt. Und, naja. War ja jetzt auch teuer genug eigentlich. Fast 300.000. Okay. Dann würde ich sagen, Brasilien, wie viel müssen wir? Ne, 3.000 machen wir jetzt nicht mit den Zwillingen, aber wir starten jetzt mal. Ja, wahrscheinlich ist das jetzt auch schon wieder nicht ganz so gut gewesen, weil wir ja hier auch die Seiten wechseln müssen. Aber es geht. Sieht so cool aus, wenn sie die ganze Zeit mit den Flügeln schlägt. Gibt richtig Gas, die Gute. Mal sehen, wie weit wir mit ihr kommen. Und ein Booster, sehr schön. Ja, 1000 Meter schaffen wir jetzt, denke ich mal schon. Aber da muss man natürlich auch sagen, hier, das ist schon ein bisschen entspannter als das Wolkenrennen. Nicht ganz so viele Hindernisse. Ach doch, also das ist auf jeden Fall auch noch ein Kandidat zum Verbessern. Und dann, ja, theoretisch müsste ich dann, wenn ich die Sternzeichen fertig habe, einfach mal mit dem Fantasiepferden wirklich richtig wieder anfangen. Mit der Zucht. Das wäre eigentlich mal gut, weil da kommt ja nichts Neues dazu. Denn wenn wir die abgeschlossen haben, ist erstmal abgeschlossen. Sind auch, glaube ich, nur 12 Pferde. Ne, sind 12. Guck mal. Es sind sogar nur 10. Es sind sogar nur 10. Und ein paar Zuchten haben wir ja schon abgeschlossen. 5 Stück, also die Hälfte. Elfenbein-Feenpferd sind wir ja noch immer mal wieder so zwischendurch dabei. Aber wichtig werden jetzt halt mal die Legendären, damit ich da, ja, mich entscheide, wer denn beim nächsten Event dran wäre. So, ich würde sagen, einmal noch mit unserem Henk, der immer noch keinen anderen Namen bekommen hat, der Arme. Auch eher wunderschön. Doch, ja, es ist schade, dass wir nicht Platz haben für alle 3 Stufen. Aber ich muss sagen, wirklich Stufe 1 und 3 gefallen mir immer noch am besten. Deswegen bleiben definitiv die beiden. Aber man sieht es auch schon, er hat eindeutig deutlich weniger Ausdauer. Ja, die 1000 Meter schaffen wir jetzt trotzdem. Mal schauen, vielleicht laufen wir ja auch noch mal irgendwann Australien mit den beiden
Obwohl Russland sieht ja bestimmt auch ganz cool aus, zumindest mit dem Stufe 1er. Oder wir machen das mit den Stufe 2ern. So. 1759 Metern. Wie viel haben wir geschafft? 1248, ja. Ist gut. Ja, und hier war Ronja unterwegs. Na gut, dann würde ich aber sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Dann mit einem erwachsenen Stufe 2er wieder. Und mit einem Stufe 2er Weihnachtspferd. Ich muss mal schauen. Platz schaffen. Und ich denke mal, dass ich dann das Kleine schon mal... Ich versuche mal, sie schon erwachsen zu bekommen, sagen wir es mal so. Und dass wir uns dann das Fohlen ja, beim nächsten Mal ansehen, wenn wir den Hengst hoffentlich gezüchtet bekommen. Gut. Ja, dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.